Hey, das ist eine neue Folge von Medizinpralinen. Wir probieren es heute ohne Rüdiger und ohne Renate. Gebt uns gerne Feedback, ob das klappt. Wir machen das ganz experimentell. Es sollte heute um Löfgren-Syndrom gehen. Das ist eine Sonderform von der Sarkoidose. Dann los geht's. Schöner Intro, oder? Naja, so, bevor wir uns mit Löfgren-Syndrom beschäftigen, sollen wir erstmal wissen, was diese Sarkoidose heißen soll, oder? Okay, sie ist eine Krankheit, die mehrere Organe betrifft, besonders die Lunge, bei Menschen von 20 bis 40 Jahren. Und sie ist bei Frauen zu sehen, also mehrheitlich bei Frauen zu beobachten, genauso wie alle andere ähnliche Autoimmunerkrankungen. Aber warum diese Erkrankung auftritt und welche Faktoren genau dafür verantwortlich sind, ist bis jetzt umstritten und wird immer noch studiert. Vermutet wird's, dass manche Umweltfaktoren, also Umweltnoxen, dafür verantwortlich sind und HLA-Gene. HLA-Gene sind bei Psoriasis noch und anderen Autoimmunerkrankungen zu sehen. Besonders bei der Sarkoidose ist das Entstehen von Granulomen. Was sind diese crazy, verrückte, fancy Granulome? Hier ist ein histologisches Bild dazu. Links im Bild sieht man Lungengewebe. Mittig sieht man ein Granulom. Und mittig im Granulom sieht man einen Kern. Dieser Kern ist entstanden durch mehrere Zellkerne, die zusammen aufeinander hocken. Man sieht drumherum kleine Zellen. Wenn man sich ein bisschen mit Histo auskennt, das sind Lymphozyten. Dazwischen sind Epitheloidzellen. Okay, was heißt das? Auf einen random Punkt auf der Lunge kam es zu einer Antigenpräsentation durch CD4-positiven Zellen. CD4-positiven Zellen, 4-positiven Zellen, ziehen Lymphozyten an, genauer gesagt B-Lymphozyten an. Die B-Lymphozyten kommen dazu, machen eine Immunreaktion, es entsteht ein Krieg dazwischen. Es führt zu nichts, wie alle Kriege, ohne politisch jetzt zu sein. Dann kommen noch die T-Lymphozyten dazu, stehen einfach da, haben nicht so eine erhöhte Aktivität, die sind einfach nur da. Und damit das einfach nicht so weitergeht und die ganze Lunge davon betroffen ist, kommen die Epitheloidzellen und umgeben das ganze Geschehen, damit es nicht weitergeht. Es entsteht einfach ein Granulom. Deswegen entsteht eine Art Quotient zwischen CD4 und CD8-Zellen. CD8-Zellen arbeiten eng mit T-Lymphozyten. Weil sie nicht aktiv sind, sind die CD8-Aktivität auch vermindert. Der Quotient ist deswegen erhöht. Das ist sehr wichtig für die Diagnostik. Das wird in der Histo einfach gefertigt und ist ein sehr großer Verdacht, wenn nicht feststellend für die Diagnose als Sarkoidose. Das hat sich gerade automatisch gereimt. Dazu sieht man auch, dass Tumor ein großer Faktor erhöht sind. Die Herde sind nicht verkäsend. Was heißt das? Hier sieht man ein Bild von Tuberkulose-Granulome. Also Granulome entstehen auch bei der Tuberkulose. Und mittig, also man sieht das Gleiche, hier sind noch die Namen von den Zellen dazu. Mittig sind nur die Erreger von der Tuberkulose. Also es ist nicht random durch ein Antigen entstanden, der einfach da ist im Körper und das Körper einfach ehrt sich. Es ist ein Umweltnoxe oder was auch immer. Zack, zack, Attacke, sondern es ist ein Erreger. Okay? Und die T-Zellen sind hier aktiviert und die Makrophagen sind hier stark aktiviert. Zerfressen die Erreger, dadurch wird alles schlimmer. Es wird deswegen alles umgeben von Epitheloidzellen, damit es nicht weitergeht. Aber weil wir hier Erreger haben, weil wir hier lebende Wesen haben, die mittig im Herd sind, haben wir hier irgendwann eine Nekrose in bestimmter Zeit. Die Zellen sterben ab, Immunzellen oder Erregerzellen oder beides sterben einfach ab und es entsteht so ein verkäsendes Bild sozusagen. Das ist
eine sehr wichtige Differentialdiagnose zwischen Sarkoidose und Tuberkulose. Also bei der Sarkoidose haben wir keine Nekrose in der Mitte, sieht man auch im Histologiebild und deshalb ist das nicht verkäsend. Wo sieht man das Ganze? Das sieht man im Herzen, in der Leber, in der Milz, in der Haut, in Nerven und in Lymphknoten. Also nicht nur in der Lunge. Alles klar. Damit hoffe ich, dass wir einfach die Sarkoidose kurz zusammengefasst haben und weiter zu Löfgren-Syndrom. Während bei der Sarkoidose unspezifische Symptome auftreten, wie zum Beispiel Abgeschlagenheit, Dyspnoe, Husten, thorakale Schmerzen und vor allem Fieber, treten bei Löfgren-Syndrom andere Symptome, beziehungsweise es bezeichnet sich durch diese Symptome. Also Fieber an sich, ja, klar, aber ein Trias, der da auftritt, und zwar Sprunggelenkarthritis, also eine Entzündung der Gelenke und besonders Sprunggelenk. Dann rote Knötchen unter der Haut, Erythema nodosum und biliäre Lymphadenopathie. Also Vergrößerung der Lymphknoten im Bereich der Lungenhilli. Okay, ja. Dann haben wir noch eine andere Form oder ein anderes Syndrom, das auftreten kann in der Rahmen von Sarkoidose. Und zwar Herford-Syndrom. Das sind auch noch ganz andere Sachen, die betroffen werden oder eine ganz andere Manifestation oder ein ganz anderes Bild. Man hat hier auch Fieber, aber man hat eine Parotitis, also eine Entzündung der Speicheldrüse, der größte Speicheldrüse, und Uveitis, Entzündung der Bindehaut im Auge und Facialparese. Also ein Trias, was sich ungefähr, kann man sich so merken, Herford ist im Gesicht, Löfgren ist ein bisschen systemisch. Alles klar. Wie kann ich jetzt einfach herausfinden, ob es um die Sarkoidose geht? Ja, ich weiß, es geht alles Richtung Sarkoidose gerade, eher als Löfgren-Syndrom, aber es ist ja wichtig. Wie soll ich herausfinden, dass Löfgren-Syndrom da ist, wenn ich nicht weiß, ob es um die Sarkoidose sich handelt? Habt ihr das verstanden? Ich selber nicht, was ich gerade gesagt habe. Aber egal. Man macht eine Biopsie. Eine Biopsie, um histologisch, wie gesagt, alles darzustellen und zu sehen, ob es sich darum handelt. Dann macht man auch ein Röntgenbild. Ein Röntgenbild ist ja auch wichtig. Ist es ja nicht das Goldstandard oder ein CT ist auch nicht das Goldstandard. Die Biopsie ist halt das Wichtigste, was man machen sollte. Aber die sind auch wegweisend. Laborwerte sind auch wichtig, um herauszufinden, zum Beispiel diese Verschiebungen, die dabei auftreten, wegen dieser Immunreaktion. Auffällig bei den Laborwerten sind die Erhöhung der Entzündungsparametern, EGG, Calcium durch die Epitheloidzellen von den Granulomen. Die differenzieren sich von Makrophagen, produzieren Vitamin D. Ja, man sagt so, ja geil, wir mehr Vitamin D, was kann das schaden oder wie kann das schaden? Aber dadurch wird mehr Calcium natürlich resorbiert im Magen, in der Niere. Und diese Zellen, diese Epitheloidzellen, besitzen aber nicht wie die Zellen in Niere, die Vitamin D produzieren, ein Feedback, der das Ganze hemmt, sondern produzieren Vitamin D ohne Stopp. Viel zu viel Calcium wird resorbiert. Was macht das? Das führt dazu, dass wir einfach am Ende Nierensteine haben und Niereninsuffizienz auch. Noch dazu ist Interleukin 2 auffällig und zwar erhöht. Warum? Das ist ein Zytokin, was die B-Lymphozyten aktiviert und auch natürliche Killerzellen etc. pp. Wenn die B-Lymphozyten hier mega aktiv sind, dann ist Interleukin 2 auch mega aktiv. Und als letztes ist ACE auch auffällig. ACE ist der Angiotensin-Converting-Enzym,
Das ist in dem RAS-System und das wird von T-Lymphozyten aktiviert bzw. reguliert. Und wenn die T-Lymphozyten beeinträchtigt sind, ist ACE auch beeinträchtigt. Genau. ACE wird aber auch als Therapiekontrolle genutzt. Für die Therapie an dieser Stelle muss ich euch sagen, dass dieser ganze Drama, die ich heute auf den Tisch gepackt habe, diese ganze Gelaber einfach enttäuschenderweise selbstlimitierend ist. Diese Krankheit limitiert sich von sich selbst. Ist es aber gut für die PatientInnen. Deshalb, also man kann es unterstützen mit NSAIR, also die nicht-steroidale Antirheumatika, aber muss nicht sein. Als Eskalationstherapie, wenn wir merken, dass es nichts bringt und dass das Ganze einfach zum weiter sich entwickelt, das kann sich übrigens bis Lungenfibrose entwickeln. Das ist auch laut Stadieneinteilung das Endstadium, die von 1 bis 4 geht. Genau. Deshalb soll man eingreifen. Man gibt einfach immunsupprimierende Antirheumatika, wie zum Beispiel Glukokortikoide, Azathioprin und Methotrexat. Alles klar. Eigentlich das war's. Nicht so ganz. Hier ist unsere Instagram-Seite. Folgt uns, wenn ihr wollt. Gebt uns Feedback. Ist es gut? Ist es schlecht? Und ja, wir sehen uns in den nächsten paar Videos. Ciao!